Wer an einem Flughafen wie hier in Düsseldorf ins Flugzeug steigt, muss durch eine Sicherheitsschleuse. Das kann nerven, gerade wenn die Zeit bis zum Abflug knapp ist. Allerdings haben auch die Beamten keinen leichten Job. Sie müssen aus Millionen Koffern und Taschen diejenigen rausfiltern, in denen sich verbotene Gegenstände befinden. Und das ist gar nicht so leicht. Mal ehrlich, haben Sie sich nicht auch schon den Hals verbogen bei dem Versuch, auch mal auf die Bildschirme zu schauen? Ein Hersteller von Sicherheitsapparaten nimmt Ihnen diese Mühe nun ab. Die italienische Firma Simulscan hat einige Fotos veröffentlicht, auf denen verbotene Gegenstände zu erkennen sind. Sind Ihre Augen scharf genug, die Dinge auf den ersten Blick zu sehen? Weltweit sind im vergangenen Jahr rund 3,3 Milliarden Fluggäste befördert worden. Rekord. Die Sicherheitskräfte an den Flughäfen mussten also 3,3 Milliarden Mal genau hinschauen. Tag für Tag, Stunde für Stunde, während eine lange Schlange von ungeduldigen Passagieren mit noch mehr Taschen und Koffern wartet. Übersehen dürfen sie dabei nichts.